Willkommen bei den Iren und Taika. Heute fangen wir mal ein bisschen anders an. 30. Spieltag, 4 Tage vor dem Ende. Und Selke hat mal eine richtig geile News bekommen und ich dazu natürlich auch, ja. Natürlich ist es riskant, einen Spieler aufzustellen, der nicht zu 100% fit ist. Aber mit dem Einsatz von Davy Selke hat KH die richtige Entscheidung getroffen. Würde ich auch mal behaupten. Und da er eine wirklich überragende Leistung zeigt und UCD AFC zum Sieg über VfR Aalen führte, hat sich das Risiko auch gelohnt. Manchmal gewinnst du und manchmal verlierst du, sagt KH nach dem Spiel. Ich gewinne lieber. Und deshalb wollte ich heute das Risiko eingehen und Selke einsetzen. Und damit hatte ich wohl recht, sagt er lächelnd. Ja, ich lächle auch gerade, denn solche News machen das Herz breiter, größer, toller. Und wir gehen mit der breiten Brust ins Spiel gegen Braunschweig. Das wird ein bisschen härter, weil Braunschweig ist immer so ein bisschen, wie soll ich sagen, mein Angstgegner so ein bisschen. Ich habe sie zwar auch schon besiegt und auch im Pokal rausgehauen, aber irgendwie war es immer schwer. Und heute spielen wir auch noch mit einer zweiten Garde, fast so ein bisschen. Da müssen wir halt mal schauen, wie es läuft. Ich bin guter Dinge, also wir können heute fast schon die Meisterschaft sicher machen. Wenn wir heute gewinnen, sind es noch 4 Spieltage, haben wir 12 Punkte und Tommy, sie dürfen auch vorne sein. Also wird dann schwer, mir noch die Meisterschaft zu nehmen mit den Ehren. Entsprechend wird das heute mal ein spannendes Spiel. Wie gesagt, zweite Mannschaft. Ich rechne mir jetzt mal aus, dass wir eventuell gewinnen können, aber das sehen wir dann noch. Han Kuk-yang hier am Ball, Ben Mohammed jetzt schön außen. Oh, Simon spielt halt Pässe wie ein junger Gott. Das war ein schlechter Pass von Garcia, glaube ich. Der ist halt mehr so der schnelle Mann für die Außen. Deshalb habe ich ihn hier geholt. Teuer Kauf. Und teuer war er auch nicht. Also teuer eingekauft habe ich meinen Jungen natürlich nicht. Garcia war recht günstig. Belou passt hier schön auf. Spielt jetzt den Ball hier schön auf Simon. Und Garcia verzieht. Ach, echt. Das liebe ich an Simon, ja, der kann halt Pässe spielen, die sind unglaublich schön und Garcia kann die dann gut, ja, wie soll ich sagen, verwerten normalerweise oder, naja, er macht da die guten Wege, ob er sie verwertet ist, wäre die andere Sache. Garcia ist halt so einer, der zieht gerne in die Mitte und, Belou ist richtig stark, eigentlich Stürmer, aber den setzt sich so gerne im Mittelfeld ein. Das meine ich, ja, Simon kriegt die Bälle durch und Belou halt einfach nicht. Das sind halt die Unterschiede zwischen diesen zwei Spielern. Jetzt habe ich schon gedacht, der Schiri ist ein Braunschweig-Spieler. Na, hoffentlich heute nicht. Na, hoffentlich heute nicht. Warshausen. Oh, Jungs, da müsst ihr jetzt hinten aufpassen. Ich weiß, es ist halt nicht so einsatzfreundlich. Wir haben da jetzt auch einen 45er hinten drin. Aber hey, der hat auch mal das Recht zu spielen. Er spielt nicht oft, aber wenn er spielt, dann darf er auch mal was zeigen. Und Garcia wieder mit einem perfekten Laufweg. Und macht hier das 1-0. Also das liebe ich einfach an Garcia. Diese Laufwege, die sind unglaublich stark. Die sind so gefährlich. Der läuft immer dahin, wo es weh tut. Das ist fast ein Müller-Style hier. Immer da, wo er sein muss. Und also guckt euch an, der läuft einfach perfekt in die Mitte rein und macht hier das 1-0. Ramon Garcia, also der ist ja Einkauf, der ist so unglaublich gut gewesen. Ich hätte nicht gedacht, dass der Spieler so einschlägt, weil ich jedes Mal merke, dass er genau die Wege geht, die man auf dieser Position halt gehen muss, wenn man Tore schießen möchte natürlich. Oh, da ist er noch am Ball. Ich habe gedacht, das ist faul. Naja, Nielsen. Hat er auch nicht gepfiffen, hätte ich vielleicht darauf reagieren können. Ja, Belou jetzt hier. Jetzt kann er mal zeigen, dass er was drauf hat. Schöner Pass. Simon kann passen. Unglaublich gut sogar. Und Belou halt nicht so gut. Simon hätte den anders gespielt. Belou ist trotzdem stark. Oh, Crow. Ja, Schiri, faul, hallo. Bist du doch ein Eintracht Braunschweig-Spieler, hä? Earl, Krupke oder Earl, keine Ahnung, wie das aussprechen wird. Das sind manchmal so Sachen, ey. Oh, schlecht von Matthews. Deshalb spielt auch meistens Douglas. Ryan, oh, schön von Ryan. Oh, was war denn das für ein Pass? Das sollte eigentlich nach unten gehen. Und nicht in den Lauf von sonst wem da vorne drin. Also, ganz schlecht. Kluft, da ist eine Kluft. Ich sehe es doch. Belou stark. Das ist, was er kann wiederum. Bälle erobern und das kann Ben Mohammed halt nicht passen. Also Jungs, nehmt euch ein Beispiel an Simon. Diese Pässe, was der Junge macht, die sind halt unglaublich stark und ihr spielt so komischen Grottenscheiß da manchmal zusammen. Echt, echt, echt. Kommt schon, Jungs. Wir führen zwar 1-0 und die Meisterschaft ist so gut wie sicher, aber ja. Und dann sowas. Dann sowas. Muss nicht sein. Gelbe Karte. Unglaublich, aber wahr. Ja, Han Kuk-yang. Han Kuk-yang. So gut gespielt jetzt und jetzt macht er so ein Leichtsinnsfoul.
Muss ja nicht sein. Also Konzentration. 1-0 durch einen sehr geilen Garcia-Lauf. Boah, Simon kann den Ball hier nicht behaupten, aber jetzt kriegt er den Ball. Jetzt müssen wir mal gucken, wo einer läuft. Das ist halt das Problem von Simon. Wenn er mal den Ball hat, ist er wie ein LKW. Also, das ist manchmal echt so, der Unterschied bei ihm ist so krass. Also, man merkt das richtig. Aber diese Pässe dann wieder, ja? Boah, Hankook Young. Boah, jetzt kriegt der Ball nicht dadurch. Ja, komm, zieh zu. Ah, schade. Jetzt aber. Flanke. Und was für ein schlechtes Ding. Einfach raushauen. Nielsen. Boah, Coin aufgepasst. Wenigstens das. Wenigstens das hat er drauf. Aufpassen wie ein Schlawiner. Und schon wieder klasse von Coin. Oh, und das kann Simon auch nicht. Och nö, jetzt sag mir nicht, der hat sich auch noch verletzt. Da spielt er einmal und dann ist er verletzt. Ernsthaft? Ja lol, wen bringe ich jetzt? Selke oder was? Nee, vergiss es. Da links außen, ich habe ja Werner komplett daheim gelassen. Spielt Mulhall. Mann, ey, jetzt verletzt er sich da ernsthaft in der 30. Minute. Der spielt so selten, vielleicht liegt es ja da dran. Ja, kann ich halt nichts machen, wenn da der Ball für Braunschweig ist. Ben Mohammed einmal spielt er und verletzt sich gleich. Das ist so schade. Für ihn halt. Und ja, mein Beileid hier. Der Junge hat es eigentlich verdient, auch mal in so einem Spiel zu spielen. Ja, faul. Sehr schön. Schade. Also Simon kann, das merkt man halt. Er ist nicht der Schnellste. Er ist nicht der Junge, der jetzt hier am Ball letzt, der super Tripler ist. Aber was er kann, ist passen. Und das ist halt das, wofür ich ihn gerade brauche. Mit den Pässen auf, ja, zum Beispiel Garcia. Oh, was war denn das? Harney. Oh, schade, da wollte ich den Ball rumziehen. Oh, nee, stark. Hätte ich jetzt echt gut, richtig gut. Oh, Mulhall. Ja, Coin, komm hier, pass in die Mitte. Ja, da setzen wir uns jetzt gut unter Druck, aber es steht immer einer bereit. Oh, und Simon. Das kann er auch nicht köpfen anscheinend. Ist auch nicht seine Stärke. Wie gesagt, passen ist so eins der wenigen Dinger, die er richtig gut kann. Und das finde ich stark. Und so setze ich ihn halt auch ein. Teuer Kauf hier. Aha, Vrančić. Jetzt geht es hier auf die Außen, auf Kluft. Ja, oh. Und hinten steht halt noch der Kessel. Der Kessel. Da steht er. Ach was, Schiri. Oh Mann, ey. Unglaublich. Da pfeift er halt echt das Foul. Ja, schön. Eintracht Braunschweig. Also, die sind echt schon... Ich krieg wieder nichts zustande da vorne drin. Bis auf den einen Garcia-Lauf. Der jetzt schon wieder ultimativ gut ist. Und das 2-0 durch Garcia. Also wenn der Junge 1 kann, ist laufen in den Raum. Das ist ja unglaublich. Ja, da darf er auch mal richtig jubeln mit seinen Jungs. Also Garcia, guckt euch jetzt mal den Laufweg an. Und der Pass vor allem, ja, das, keine Ahnung. Guckt es euch an, ja, da läuft er einfach in den Raum und weiß genau, wo der Ball hinkommen muss. Das ist, ja, so schlägt man halt dann auch mal Eintracht Braunschweig, wenn immer einfach vorne drauf geht. Und die Räume richtig deutet. Und Simon halt wieder mit einem klasse Pass. Das, also der war echt. Also bei manchen Dingern, wo ich mir denke, so, jo, ein anderer Spieler hätte den halt sonst wohin gehauen. Aber du machst halt die Dinger, die geil sind. Und das ist echt. Also ich schwärme ja förmlich von ihm, merkt ihr ja. Also das ist echt etwas, das ich ihm einfach liebe. Zum Beispiel dieser Pass, ja, der wäre wahrscheinlich. Guck, sowas zum Beispiel. Das meine ich. Ach, schade. Dieser passt schon wieder, ja? Denn ein anderer Spieler, der macht halt irgendwelchen Blödsinn. Aber nein, er macht halt genau das, wo der Ball dann hinkommen muss. Der hat einfach diese Übersicht, der sieht, wo die Leute laufen. Und ich muss da teilweise gar nicht mal ja, richtig in die Richtung drücken, wo ich ihn hinhaben will. Der macht es einfach dahin, wo es passt. Das ist unglaublich. Wirklich. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass ich mal so einen Spieler erlebe, der einfach durchs Passen so glänzt.
so extrem glänzt wie der, weil er sonst halt nicht wirklich viel kann. Soll ich jetzt wieder LKW-Modus, ja. Da drückst du schon ewig in die andere Richtung in der. Guck und sowas. Da legt er sich den Ball dann zu weit vor. Das ist dann einfach, aber er hat halt andere Stärken. Und dann kriegt er den Pass auch nicht. Ja, da war jetzt der Ball zu weit weg. Er muss den Ball schon bei sich haben, das ist wichtig, weil sonst kriegt er den Pass nicht hin. Schön von Garcia. Aber ansonsten, ja, läuft bei ihm. Ja, Vrančić spielt jetzt schön nach außen. Habe ich geahnt, aber war nicht schnell genug. Kessel jetzt am Ball. Dampfkessel. Wow, das war ganz gut gemacht von Kessel. Aber wir kriegen den Ball auch raus. So, Jungs, drauf auf den. Macht mal einen Deckel auf den Kessel. Echt mal. Kann nicht sein, dass er schon wieder zu Flanken kommt. Oh, Simon, komm schon. Schade. Ah! Ja, Simon und Garcia ist so ein Traumpaar. Einer läuft halt in die richtigen Räume, der andere passt halt in die richtigen Räume. Das ist echt unglaublich. Aber so ist das halt. Oh, Bellu, komm schon. Steh schon wieder auf dem falschen Schuh, hä? Oh, Jungs, was macht ihr denn? Jetzt läuft gerade wieder nicht. Boah! Boah! Eintracht Braunschweig, die EBSler. Hier mit dem 1-2. Ja, da läuft es gerade nicht dann hinten. Das merken wir dann auch. Da ist nicht die Standard- oder Stammspieler da. Das merkt man. Da fehlt es dann an der Abstimmung hinten drin. So, Simon mit dem Ball. Ah, oh, schade. Wäre eh zu fest gewesen, aber ey, man kann es ja mal probieren. Ah. Oh, das wäre ein Foul, glaube ich, geworden. Das macht Braunschweig aber hier ganz schön Druck. War das nicht auch das Spiel, wo ich dann irgendwie unschieden gespielt habe das letzte Mal? Ich bin mir jetzt ganz unsicher, aber ich glaube schon. Vrančić. Damir. Ja, da wird das Tor nochmal gezeigt. Ich kann es nicht wegdrücken. Manchmal. Oh, Creevy kriegt noch eine gelbe hinterher geworfen. Jo, ist gut, Jungs. Ja, okay, den hat er echt böse erwischt. So, wo haben wir denn was frei? Da drüben. Sehr schön gesehen. So, Simon, jetzt mal zeigen, dass du den Pass auch hinbekommst. Boah, da wäre halt in Werner super gut gewesen. Schade, der Pass war gut gedacht, mal wieder. Aber, oh, schön. Da kriegt den Ball sogar noch. Da lasse ich mich zu leicht ausspielen. Ja, Ryan. Komm schon, Bub. Ja, schön die Ecke, den Abschluss rausgeholt. Jetzt schauen wir mal auf die andere Seite damit. Also Braunschweig steht da jetzt auch richtig, richtig offensiv. Die versuchen jetzt schon im Mittelfeld hier die Bälle zu kriegen. Muss ich ein bisschen breiter das Spiel machen, damit die nicht so viele Leute im Zentrum haben. So, und jetzt go. Hier haben wir die Ballbesitzstatistik. Keine Vorteile für irgendeine der beiden Mannschaften. Boah, da kommt er nicht mehr an den Ball dran zum Schießen. Boah, was mache ich denn? Die Bälle habe ich doch normal. Das ist safe. Boah, das war fast ein böses Foul geworden. Schön. Oh nein, Garcia, der war ein bisschen zu weit vorgelegt. Und schon wieder. Also der Junge hat Speed und will das halt auch ausnutzen. Schön von Han Kuk-Yang. Oh, schön. Schön, 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 schön. Schade. Kann ich eigentlich noch wechseln? Ich glaube nicht. Weil ich hätte gerne einen von diesen Gelbjungs halt mal raus. Boy, geht das? Boah, geil. Ich habe noch einen Wechsel gehabt, ernsthaft. Warte mal, ich müsste doch noch einen haben. Na, ne.
Okay. Bei der Heimmannschaft. Sie müssen nur die nächste Spielpause abwarten. Das war doch mein letzter. Stimmt, ich hatte ja vorhin noch den Ding ausgewechselt. Stimmt, passt schon. Sie liegen hinten. Vielleicht ist es jetzt die richtige Lösung, taktisch nochmal was zu verändern. Oh, Simon, schade. So schön gespielt. Und leider den Abschluss nicht gemacht. 2-1 immer noch, also ich glaube, ich stelle mich mal ein bisschen hinten rein und spiele auf Konter. Guter Plan. Kann er sich den Ball holen? So, Jungs, zumachen. Und jetzt raus. Habe ich nicht. Ja, schön, schön zugestellt. Schön. Alles schön zugestellt. Spielen jetzt halt mal über. Warum? Boah, Corbett, sehr schön. Das sind immer die gefährlichen Sachen, die kriege ich also nicht so abgewehrt. Ich weiß bloß nicht warum. Das nervt mich dann auch. Also Braunschweig. Drücken jetzt. Ich stelle mich halt hinten rein, weil ich einfach ein Unschieden ist ja auch okay. Erstmal. Oh, jetzt läuft der Ball nicht entgegen. Boah, Bellu, sehr schön. Und dann kriegt er diese Kurve nicht rum, obwohl ich schon viel, viel weiter nach innen ziehe. Und der war abseits. Schade. Wirklich schade. Bellu mit seinen grünen Schuhen. Hat er überhaupt grüne Schuhe? Ich habe keine Ahnung. Ja, einfach mal hinten raus. Sowas zum Beispiel. Ja, das war schon wieder so ein super Pass Egura hin. Und jetzt darf Bellu den bloß nicht vertändeln. Dann raus auf Garcia. Der ist ja schnell. Ah, schade. Garcia macht den Robben. Aber nur fast. Es war dann einfach zu schlecht. Jo, okay, taktisches Foul. Böser Junge. Böser Junge. Was machst du da? Sehr schön, raus damit. Na, ah, Beul jetzt am Ball. Sehr schön. Ja, und dann macht der, weißt du, egal, 2-1 gewonnen gegen Eintracht Braunschweig mit meiner, was machen die denn da? Kuscheln die? Was zum Teufel? Ja, wir machen mal voll, ey, voll Dancing Formation und so, ey, weißt du. Ja, mein Gott, läuft bei uns. Ramon Garcia, der Torschütze mit 2 Toren hier. Mit den perfekten Laufwegen. Die sieht man selten, aber hauptsächlich, wenn ich halt nicht gerade eine Selke vorne drin habe. Oh, gegen Hamburg. Ja, da lobben wir mal den Hamburger Trainer. Chile abgegrast. Dann darfst du mal in Deutschland suchen. Yep, mein Jung. Physio. Spieler verletzt. Ben Mohammed, den tauschen wir gleich aus. Erstmal, oh, Pokal. Gegen Hamburg. Na, da habe ich wenigstens meine Jungs mal geschont. Aktuell ist aus Norwegen. Ah ja, beobacht mal das Zeug hier. Ja, der bleibt da drauf. Beobachten. Schön. Beobachten. Warum kann ich die? Ach, weil die alle auf meiner. Ja. Norweger. Ja, okay, dann bleibt das so. Jetzt gucken wir mal, wie die Jungs ausschauen. Mannschaftsaufstellung machen. Ja, Ben Mohammed halt verletzt. Timo Werner darf wieder spielen. Selke darf vorne rein. Garcia darf. Heute darf mal Burke dran. Benson. Hankook Young muss spielen. Boyle. Und hier kommt Kavanagh. Coyne kommt Langtree. Drüben wieder Douglas. Ah, zum Glück sind die alle fit. Ja, kommt Corbett darf nochmal spielen. Hankook Young, da muss ich mir da was überlegen. Also Ryan ist ziemlich kaputt. Dann nehme ich doch mal den Crow mit, falls ich den. Ja, es ist halt echt jetzt eine schwere Entscheidung. Es sind alle ziemlich kaputt. Aber wir müssen halt irgendwie ja spielen. So. Von daher, Dankeschön euch erstmal fürs Zuschauen. Wir gucken nochmal ganz kurz in die Tabelle. Ich
Ja, habt die Möglichkeit, hier vielleicht Top-Torjäger nochmal zu holen. UCD 80 gegen Hamburger SV. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich bin der Teike H. Ihr habt die Iren gesehen an UCD AFC. Und die Meisterschaft ist nicht mehr weit weg. Der Regenbogen ist schon in Sicht. Oder eher gesagt, das Ende des Regenbogens. Habt viel Spaß. Und seid auch das nächste Mal dabei bei den Iren und dem Teil.